jetzt? Jetzt? Super. Freunde, danke. Prima. Gut. Stark. Man muss nur drohen. Man muss nur drohen. Ich mach's selber schon. Herrlich. Also, ich wohne in der Hauptstadt des Freistaates Bayern. Und in Bayern gibt es eine Zeitung, die erscheint im Süddeutschen. Muss also gar nicht weiter genannt werden. Und da gibt es von Zeit zu Zeit Beilagen. Und die Beilage, die finde ich so irre hier, die weiß ich gar nicht so genau. Ich muss sie Ihnen zeigen. Das ist praktisch die bayerische Antwort auf den Klimawandel. Also, wissen Sie, normale Beilagen sind klein, DIN A4. So halt, nimmt man und schmeißt sie weg, schön. Aber die Beilage hier, die ist dann schon größer. Also, kann mal jemand, das kann ich, kriege ich so gar nicht hin. So, das ist also von einer Firma, deren Name nicht genannt werden muss. So, und das, also, ich meine, das kennt man ja, die bauen schon länger Autos, aber nicht mit diesem Slogan. Achtung, drehen wir uns mal um. Gebaut, um den Atem zu rauben. Ja, hier. Ja. Ich dachte am Anfang, jetzt sagen Sie uns endlich die Wahrheit. Das meinen die aber gar nicht. Dankeschön, vielen Dank. Das war sozusagen der Anfangsgag. Die meinen das ernst. Ja, die wollen, dass wir den, dass wir das kaufen, das Auto. Oder ist ja jetzt eine ziemlich große Kiste. Dieser BMW ist ein Problemdiesel. Er gehört Familie Hillenhütter aus dem Siegerland. Wegen der Fahrverbote kann das Auto ab 2019 in immer weniger Städte fahren. Für den Familienvater ein Problem, denn er ist beruflich viel unterwegs. Wie Familie Hillenhütter geht es den meisten Dieselfahrern. Die Bundesregierung hat bislang vor allem eine Lösung. Betroffene sollen sich ein neues Auto kaufen. Also wir haben vor 3 Jahren ein neues Haus gekauft, haben sehr viel investiert und gerade bei einer jungen Familie ist es nicht drin, dass man sich mal gerade eben ein neues Auto kauft. Wenn es eine Umrüstmöglichkeit für unseren PKW gäbe, würde ich das sehr gerne machen, weil wir haben ein gutes Auto und da werde ich noch sehr lange mit fahren können. Eine Hardware-Nachrüstung könnte Dieselautos sauber machen und vor Fahrverboten schützen. Doch BMW lehnt das ab, als einziger deutscher Autobauer. BMW-Chef Krüger auf der Hauptversammlung mit einem Erklärungsversuch. Wir sagen aber auch, wenn etwas technisch nicht sinnvoll ist, die Nachrüstung mit Hardware. Technisch nicht sinnvoll? Auf Nachfrage erklärt BMW, Zitat: Eine kundentaugliche Lösung erfordert jedoch eine Entwicklungszeit von circa 3 Jahren. Lothar Daub ist BMW-Motortuner und zeigt uns, dass BMW die Hardware schon längst entwickelt hat, einen eigenen Katalysator. Man sieht hier schön, wie der Cut in dieser Form im Ersatzteilkatalog abgebildet ist. Die Baugruppen sind auf jeden Fall zu implementieren in den Unterboden. Die Original-BMW-Hardware ließe sich direkt in den BMW von Lothar Daub einbauen. Auch ein Problemdiesel. Die Entwicklungszeit im Prinzip für diese Dinge, die gibt es nicht, weil diese Teile sind im Regal beim Hersteller. Ist die Hardware-Nachrüstung wirklich so einfach? Wir begleiten ein Experiment mit diesem BMW X3, 6 Jahre alt, Euro 5 Diesel, also von Fahrverboten betroffen. Zuerst müssen wir wissen, wie schmutzig ist das Auto ohne die Hardware. Das soll ein Abgastest zeigen. Thomas Schuster überwacht das Experiment. Er ist unabhängiger Prüfingenieur. Und Axel Friedrich führt die Messungen durch. Nicht zum ersten Mal. Er hat schon Dutzende Dieselautos getestet für die Deutsche Umwelthilfe. Gefahren wird in der Stadt auf Landstraße und Autobahn. Um zu vermeiden, dass das Ergebnis durch extremes Beschleunigen verfälscht wird, sitzt der unabhängige Prüfingenieur im Fahrzeug und kontrolliert die Fahrweise. Also ich stelle jetzt hier fest, dass der Testzyklus hier nicht aggressiv gefahren wird. Das heißt also, es sehr nah an dem normalen Fahren ist. Insofern ist das definitiv vergleichbar und sehr aussagekräftig. Nach 45 Minuten ist eine Messfahrt zu Ende. 10 Messfahrten sind es insgesamt. Das Ergebnis.
Der BMW X3 überschreitet den vorgeschriebenen Grenzwert von 180 Milligramm Stickoxide um ein Vielfaches. Der Durchschnittswert von 10 Messfahrten 846 Milligramm pro Kilometer. Dieser Anstieg, wie wir ihn jetzt hier feststellen können, der ist schon ziemlich besorgniserregend. Jetzt brauchen wir für den schmutzigen BMW die Hardware, die sauber machen soll. Lothar Daub hilft uns dabei. Es ist erstaunlich einfach. Die Hardware für den X3 gibt es im offiziellen BMW-Ersatzteilkatalog. Es sind nachrüstbar die X3, X4, X5, X6, die Dreiermodelle. Die sind direkt nachrüstbar, kurzfristig. Bestellbar frei Haus aus den USA. Wir reisen in die USA. Hier gibt es die Hardware, die sauber macht. Weil in den USA für Dieselautos schon lange strengere Stickoxidgrenzwerte gelten als in Europa. Bei einem Gebrauchtwagenhändler in Kalifornien finden wir einen BMW X3 als US-Version. Wir dürfen das Auto näher anschauen. Und hier ist die Hardware, die dem X3 aus Deutschland fehlt. Ein AdBlue-Tank von BMW und ein SCR-Katalysator von BMW. Made in Germany. Das ist Standard bei diesem Modell. In den USA verkauft BMW Dieselautos mit SCR-Katalysator seit 2008. BMW hat die saubere Hardware in den USA also schon 2008 serienmäßig verbaut. Warum nicht auch in Europa? Eine einfache Frage. BMW gibt eine komplizierte Antwort. Zitat: Neue gesetzliche Anforderungen treten zu unterschiedlichen Zeiten und in landesspezifischer Form in Kraft. Diese Anforderungen bilden den Rahmen für den Wettbewerb unter den Herstellern. Fest steht, in Deutschland hat sich BMW die Technik gespart, wie die anderen Autobauer auch. Das Experiment mit dem X3 geht weiter. Hier bei Baumott in Witten wird der schmutzige BMW nachgerüstet. Die Hardware ist auch schon angekommen. Alles Originalteile von BMW aus den USA, made in Germany. Also an dem Unterboden sieht man ja, dass da schon entsprechende Komponenten vorgesehen war. Das heißt, ich habe den Bauraum, den ich für das SCR-Bauteil brauche, der ist vorhanden. Da, wo der Katalysator hingehört, ist bei unserem europäischen BMW nur ein Rohr. Genauso schnell wie das Rohr ausgebaut ist, ist der gleich lange Katalysator eingebaut. Der AdBlue-Tank passt sogar wie ein Legostein in das Fahrzeug und ist kinderleicht angebracht. Die Kosten der Nachrüstung sind überschaubar. Beim BMW gibt es ja die Serienkomponenten, die wir entsprechend verwendet haben. Und das wird sich um einen Kostenblock von 1.500 Euro Verkaufspreis bewegen. 2 Wochen später ist unser X3 zur Kontrolle im Sachverständigenzentrum Berlin. Der Prüfingenieur Thomas Schuster überzeugt sich von der Betriebssicherheit des Systems. So, es ist ordentlich und fest verbaut, dass nichts abfallen kann und nirgendwo undicht ist. Also ist davon auszugehen, dass das System auch ordentlich funktioniert. Früh am nächsten Morgen geht es los mit der Abgasmessung. Bei sehr kalten Temperaturen um 0 Grad. Eigentlich schwierige Bedingungen für ein SCR-System. Man kann erkennen, das Fahrzeug wird ein sehr gutes Ergebnis erreichen, denn wir haben sehr, sehr niedrige Konzentrationen, die wir hier schon haben. Die Hardware wirkt. Zu den Messfahrten hatten wir BMW eingeladen. Doch BMW lehnt ab. Der Versuch sei nicht aussagekräftig. Nach 10 Fahrten ist das Experiment abgeschlossen. Das Ergebnis ist eindeutig. Vor der Hardware-Nachrüstung war der X3 sehr schmutzig. Mit Hardware sinken die Stickoxidwerte deutlich auf 219 Milligramm pro Kilometer. Unter den Wert, den die Bundesregierung vorsieht, um Dieselautos von Fahrverboten auszunehmen. Diese Werte zeigen eindeutig, dass so ein System funktioniert. Die technischen Möglichkeiten sind da. Und die Bauteile sind bereits in den Regalen von den Herstellern. Also wäre es ohne Probleme möglich, die Fahrzeuge tatsächlich viel sauberer zu machen. Zurück bei Familie Hillenhütter im Siegerland. Für ihren BMW wäre die Hardware-Nachrüstung möglich. Doch BMW macht nicht mit. Man fühlt sich verarscht und hinters Licht geführt. Und ich kann es nicht verstehen,
weshalb BMW dann nicht handelt, uns informiert und wir die Möglichkeit bekommen, unsere Fahrzeuge umzurüsten. Hardware-Nachrüstung ist technisch längst möglich. Doch in Millionen deutschen Problemdiesel bis heute nicht eingebaut.